Ich habe neulich in Frankfurt einen coolen Spruch gelesen. Da hieß es, bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal. Bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal. Also, bevor ich mich aufrege über etwas, ist es mir lieber egal. Also, ich kümmere mich lieber nicht drum. Ich fand den Spruch bemerkenswert, weil mir ging es häufig so in der Vergangenheit, dass ich mich furchtbar aufgeregt habe über irgendwelche Dinge, die in der Welt blöd liefen, die negativ waren, die gefährlich waren, die dem Reich Gottes entgegenstanden. Und ja, ich war richtig aufgebracht. Und irgendwann habe ich verstanden, dass das eine Falle des Feindes ist. Schau, wir sollen fokussiert sein auf das Reich Gottes, auf die Absichten Gottes, auf das, was der Herr tut, was der Herr sagt, was der Herr plant. Wir sollen auf ihn schauen. Und der Feind versucht ständig, unseren Fokus auf irgendetwas anderes zu richten, weil wir dann schwach sind, weil wir uns dann über irgendwas ärgern. Und er kann unseren Fokus auf irgendwas lenken, irgendwelchen problematischen Entwicklungen in dieser Welt, auf irgendeinen Dreck, der gerade in der Welt passiert. Und weißt du was? Du weißt sowieso nur einen winzigen Bruchteil von dem Übel in dieser Welt. Und seit es Menschen gibt auf diesem Globus, ist die Welt übel. Und sie wird es auch bleiben bis zu dem Tag, wo der Herr wiederkommt. Diese Welt ist gefallen. Und die Bibel sagt, dass wir zwar in der Welt sind, aber als Kinder Gottes nicht von der Welt sind. Und so ist unsere Aufgabe nicht, dass wir uns mit dem Zeug der Welt beschäftigen, sondern eine Reich-Gottes-Perspektive haben und über die Dinge dieser Welt einfach auf den Herrn schauen. Und genau da liegt die Gefahr. Manche Christen sind so mit den Dingen dieser Welt beschäftigt, mit den Fehlentwicklungen, mit den bösen Entwicklungen, dass sie anfangen rumzuschimpfen, rumzugiften und im Grunde genommen vom Feind an der Nase rumgeführt werden, anstatt in dem Frieden Gottes zu bleiben und zu verstehen, dass wir durch Gebet, durch Segnen und durch Licht diese Welt verändern und nicht, indem wir irgendwie uns mit den negativen Entwicklungen dieser Welt zunehmend beschäftigen und uns die Haare darüber raufen, wie böse die Welt ist. Sie war immer böse und sie wird, bis der Herr wiederkommt, auch böse sein. Ganz zweifellos. Im Kolosserbrief werden wir aufgefordert, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, also Kinder Gottes, seid Christen, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das ist für mich etwas, wo ich sage, wir brauchen eine Himmelsperspektive, eine Ewigkeitsperspektive, eine Reich-Gottes-Perspektive. Wir müssen die Dinge aus der Perspektive des Herrn sehen und eben nicht aus dem, was wir hier auf dieser Erde irgendwie mitkriegen, was uns die Nachrichten vorerzählen oder sonst was. Wir brauchen einen anderen Blickwinkel, der uns davor bewahrt, uns über irgendwelche Dinge aufzuregen. Denn wenn wir uns aufregen, sind wir im Grunde genommen schwach und haben den Fokus verloren. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, alles, dann werden einige Dinge aufgezählt, die Begierde des Fleisches, und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Oder wie Luther sagt, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Schau, das Reich Gottes hat in Ewigkeit Bestand und diese Welt ist zum Scheitern verurteilt. Sie wird vergehen. Lass uns nicht vom Feind den Fokus auf das Vergängliche richten, sondern auf das, was unvergänglich ist. Lass uns auf den Herrn schauen und auf seinen ewigen Sieg. Lass uns nicht in die Falle gehen, in die ich früher immer gegangen bin, dass ich mich aufrege über Dinge, die ich sowieso nicht verändern kann, wo ich sowieso keinen Einfluss habe. Bis ich kapiert habe, im Gebet kann ich was bewegen. Lass uns in dem Bewusstsein leben, dass der Herr viel, viel mehr für uns hat.